Fortuna Düsseldorf gewinnt mit 3:1 gegen den Karlsruher SC. Die Volksbank Düsseldorf Neuss EG präsentiert den Fortuna Talk nach diesem Spiel. Herzlich willkommen, Florian Hartherz. Hallo, danke. Ja, Glückwunsch. 3:1. Ich glaube, oder man hat es gemerkt, man hat es von der ersten Minute an gemerkt, dass ihr diesen Sieg unbedingt wolltet und auch wie groß die Erleichterung dann war. Die ersten 20 Minuten, das war ja, ihr habt ja gerade so an die Wand gespielt gefühlt, oder? Ja, wir sind super ins Spiel gekommen, genau wie gegen den HSV schon. Wir haben die ersten 20 Minuten Vollgas gespielt, haben reihenweise Torchancen auch gefühlt gehabt, die Bälle sind reingeflogen, sind verdient in Führung gegangen, auf jeden Fall. Das waren sehr gute 20 Minuten. Und der Gegentreffer war fast schon nicht nur die erste Chance, das war ja fast der erste Ballbesitz von Karlsruhe und der ist dann direkt drin. Was hat das mit euch gemacht? Weil irgendwie danach war das so ein bisschen von der Rolle. Ja, gefühlt kriegen wir nichts geschenkt und der erste Torschuss war gleich wieder drin, eine Halbchance, nicht mal eine ganze Chance. Natürlich denkst du dir, was ist denn jetzt wieder los, aber wir haben es dann nach 10 Minuten wieder gut hinbekommen, Fußball zu spielen. Versuch das mal zu vermitteln, wie schüttelt man das dann ab? Ja, ich finde es gut, dass wir weiter im Ballbesitz geblieben sind, dass wir versucht haben, weiter unser Spiel durchzudrücken, dass wir weiter an uns geglaubt haben, unbedingt den Heimsieg zu holen. Und man hat bei jedem im Gesicht gesehen, hey, heute gibt es nur einen Sieger und das sind wir. Das war die klare Ansage, dass der erste Sieg zu Hause, der erste Dreier, so ein bisschen zurück zu alter Stärke jetzt? Ja, auf jeden Fall, ich hoffe. Also wir müssen hier das zu einer Festung machen und ich hoffe, das war der erste Schritt dahin. Es nützt nichts, wenn man zurückguckt und so weiter, wo man stehen könnte, aber es war ja erstaunlich. Also zu Hause hat irgendwie immer ein bisschen was gefehlt, vielleicht war es auch viel Pech und auswärts hat man die Punkte geholt. Da würden wir jetzt schon irgendwo anders stehen, jetzt sind wir geklettert auf Tabellenplatz Nummer 9. Kannst du das erklären, warum man zu Hause so wenig Punkte geholt hat bisher? Es hat immer ein bisschen was gefehlt, wie du gesagt hast. Und ich denke, dass wir gegen Bremen schon ein sehr gutes Heimspiel gemacht haben, auch viele Chancen gehabt haben, dort dann unglücklich in der letzten Minute verloren haben. Gegen Kiel haben wir auch ein gutes Spiel gemacht, auch nur 2:2 gespielt, nicht verloren. Es hat immer ein bisschen was gefehlt zu Hause, aber heute haben wir es auf unsere Seite gezogen. Und ich denke, das war ein guter Startschuss für die Heimspiele. Jetzt hast du Hamburg schon angesprochen. Was macht so ein Spiel mit einem? Das ist ja unfassbar schwer, wenn du früh in Rückstand gerätst, dann noch mit 10 Mann und das Spiel dann noch drehst oder den Punkt mitnimmst, der dann gefühlter Sieg ist. Nimmt man da auch noch ein bisschen mehr mit als diesen Punkt? Auf jeden Fall. Ich fand das beeindruckend, wie die Mannschaft gefightet hat, wie jeder Einzelne sich reingehauen hat. Die reingekommen sind, haben das Tor gemacht. Es war wirklich beeindruckend zu sehen, wie jeder gekämpft hat und unbedingt den Punkt haben wollte. Am Ende mit ein bisschen Glück gewinnen wir sogar noch. Also es war echt eine super Leistung, muss man sagen, den Umständen entsprechend. Und wir haben uns riesig gefreut über den Punkt und das hat man heute auch gesehen. Lass uns über deine persönliche Situation sprechen. Auch nicht einfach die Saison gestartet, dann erstmal so ein bisschen aus der Mannschaft rausgenommen. Jetzt hast du dich wieder zurückgespielt. Wie siehst du deine persönliche Rolle? Ich bin froh, einfach wieder da zu sein. Ich fühle mich immer mehr wohl. Ich komme immer besser in mein Spiel rein. Es passt im Moment und ich freue mich einfach, jede Minute auf dem Platz zu stehen. Und ja, ich habe einfach Bock zu spielen und ich freue mich einfach jetzt, dass wir heute gewonnen haben. Ich habe gelesen, du selber hast auch ein bisschen was umgestellt, gerade bei der Ernährung. Ja, ich habe mich ja schon in Bielefeld hauptsächlich ohne Fleisch, Fisch ernährt und das habe ich jetzt auch wieder gemacht vor der Saison. Und dadurch läuft es irgendwie besser. Also ich glaube, ich muss das einfach weglassen. Dann lass uns noch nach vorne schauen. DFB-Pokal am Mittwoch. Was hat der Pokal für dich für eine Bedeutung? Pokal ist immer was Besonderes. Floskel. Ist einfach geil. Also wenn die Flutlichter dann abends angehen in Hannover. Also es gibt nichts Schöneres eigentlich. Es wird ein Pokalfight. Es wird geil. Also es wird Spannung pur hoffentlich. Und ich hoffe, wir gewinnen diesen Pokalfight. Das war jetzt ein bisschen frech von mir zu sagen, Floskel, aber das hört man immer wieder. Klar, ist was Besonderes, aber es ist ja wirklich was Besonderes. Es sind so wenige Spiele, du kannst so viel erreichen. Ne? Habt ihr das schon thematisiert oder war jetzt erstmal der volle Fokus auf das heutige Spiel? Nee, der volle Fokus war heute auf KSC. Wir wollten dieses Heimspiel als Fokus nehmen, wir wollten unbedingt dieses Spiel gewinnen und ab morgen werden wir uns auf Hannover vorbereiten und uns ein geiles Spiel wünschen und eine gute Leistung bringen. Hannover in dieser Saison aktuell, ich glaube noch 11., wenn ich mich nicht täusche. Genau, die spielen morgen noch gegen Regensburg, könnten also nochmal nachlegen. Auch nicht ganz so souverän in die Saison gestartet. Aber was habt ihr gedacht, als ihr das Los gesehen habt? Hannover, auswärts? Schönes Los, es ist machbar. Es ist ein Zweitligist, genau wie wir auch. Und in der zweiten Liga kann jeder jeden schlagen. Und so ist es auch im Pokal dann. Und wir freuen uns und wir wissen, dass wir dort gewinnen können. Das hoffen wir auch, dass wir dort eine Runde weiterkommen am Mittwoch in Hannover. Dann geht es nach Rostock. Also 2 Auswärtsaufgaben erstmal, bis wir dann hier quasi schon fast das Rückspiel gegen Hannover haben. Hoffen wir nicht, dass wir da eine Rechnung offen haben, sondern dass wir dann noch einen nachlegen. Mit Florian Hartherz. Danke dir vielmals, Flo. Danke auch euch. Danke.